Zum Thema künstliche Intelligenz und hierarchisches Clustering. Was ist das? Wie funktioniert der Algorithmus? Wie funktioniert die Idee dahinter? Das gibt's in diesem Video. Also sehen wir uns das Thema mal an. Wir haben Daten, irgendwelche Daten im mehrdimensionalen Raum, hier dargestellt, eindimensional, also auf einer Linie, ist zum Zeichnen einfach ein bisschen einfacher. Beim hierarchischen Clustering geht es jetzt darum, die Daten irgendwie hierarchisch zusammenzufassen. Hierarchisch zusammenzufassen heißt, irgendwas ist weiter oben, irgendwas ist weiter unten. Und der Algorithmus hierbei ist sehr trivial. Und zwar gehen wir einfach her und machen im ersten Schritt Folgendes. Wir finden die Nachbarn mit minimaler Distanz. Also wir gehen alle Daten durch, berechnen zu jedem sozusagen den Abstand zu den anderen. Und wenn wir zwei Nachbarn gefunden haben, die in Summe die minimale Distanz haben, dann betrachten wir diese Nachbarn. Und zwar betrachten wir sie so, dass wir diese Nachbarn gruppieren, zu einer Gruppe zusammenfassen und wir erstellen einen Repräsentanten und dieser ist genau im Mittelpunkt. Also wenn wir eindimensional sind, heißt das in diesem Fall, einfach genau zwischen den zwei in der Mitte ist sozusagen der Repräsentant von den Nachbarn und ja, mit dem können wir dann weiterrechnen. Wenn wir hier nicht nur eindimensional sind, sondern mehrdimensional, dann gilt es auch so, den Abstand zu berechnen, eben in mehr Dimensionen, in einer Fläche oder in einem Raum, in einem Würfel etc. Und auch dieser Abstand wird dann verwendet und der Repräsentant sozusagen sitzt dann ebenfalls wieder in der Mitte, also Delta X, also im Schwerpunkt der beiden Nachbarn sozusagen. Gut, wir fassen die zusammen. Hier würde man sehen, okay, wie wäre es, wenn der Algorithmus das bereits dreimal gemacht hätte. Begonnen hätte er mit dem blauen, mit der blauen Variante und wir wiederholen den Vorgang dann eben, bis wir ja nichts mehr haben, bis wir nur mehr bei einem Cluster sind. Ja, die Punkte, die Datensätze, die wir bereits verwendet haben, die werden nicht mehr verwendet, sondern nur mehr deren Repräsentanten. Das ist wichtig, damit ein Punkt gehört genau zu einer Gruppe. Ja, und wenn wir diesen Vorgang jetzt entsprechend wiederholen und wiederholen und wiederholen, dann kommen wir am Ende des Tages zu genau einem Cluster und können den hierarchisch nach unten verfolgen. Das heißt, wir können dann immer entsprechend arbeiten damit. Gut, vielleicht will ich nicht nur einen Cluster haben, vielleicht will ich drei, vier Cluster haben, dann höre ich einfach im Algorithmus nach der entsprechenden Anzahl auf. Ja, wie wird es bei mehrdimensional aussehen? Wenn wir hier eine Fläche haben, dann funktioniert das Konzept absolut gleich. Ja, hier wieder die Punkte. Ich nehme den Nachbarn oder ich suche die Nachbarn mit minimaler Distanz, in dem Fall die beiden blauen, und setze sozusagen einen Repräsentanten in die Mitte. Wiederhole das und setze den Repräsentanten in die Mitte. Wiederhole das und setze den Repräsentanten in die Mitte. Und ich wiederhole das wieder. Was wichtig ist, wie gesagt, wir nehmen die Rohdaten nicht mehr, die bereits einen Repräsentanten haben, sondern wir nehmen immer den Repräsentanten her. Also werden wir diese hier so clustern. Im nächsten Schritt werden wir diese hier clustern. Im nächsten Schritt werden wir das hier clustern. Und wir sind fertig. Also jetzt haben wir eine Hierarchie von Daten. Wir haben hierarchisches Clustering gemacht und könnten damit jetzt diverse Sachen anstellen. Zum Beispiel könnten wir so die Farben eines Bildes reduzieren. Der Farbwert Rot, Grün, Blau, RGB sozusagen wie ein dreidimensionaler Raum. Zwei Farben könnten wir, oder ein Bildpunkt wird durch Rot, Grün, Blau dargestellt. Wir können diesen Bildpunkt eben in einen dreidimensionalen Farbwürfel finden, können zwischen zwei Bildpunkten, zwischen zwei Farbpunkten sozusagen, es geht nur um die Farben, nicht um die Position, zwischen den Farbpunkten sozusagen den Abstand ermitteln und können diese entsprechend clustern. Und der Repräsentant wird sozusagen eine Art Durchschnittsfarbe für diese ähnlichen Farben. Und wenn wir eben jetzt 50 Cluster haben, also diesen Algorithmus nicht so lange treiben, dass nur mehr ein Cluster da ist, sondern nur mehr 50 Cluster da sind, dann könnten wir dieses Bild, hätten wir 50 Repräsentantenfarben und könnten jetzt rückrechnen zu jeder Farbe, zu jedem Pixel, zu jedem Bildpunkt, in welchen Cluster gehört der und dann nur diesen Repräsentanten, diese Durchschnittsfarbe reingeben und hätten so eine Farbreduktion gemacht.
Gibt es auch noch andere Algorithmen, die möglicherweise besser sind? K-Means zum Beispiel, schauen wir uns auch noch an. Aber das jetzt mal zum hierarchischen Clustering. Ja, so funktioniert. In Summe ist das Thema ein unüberwachtes Lernverfahren. Also es gibt ja kein Label, es gibt kein... es ist unüberwacht. Wir wissen nichts zusätzlich über die Daten. Ähnliche Daten sind näher beieinander, und zwar im m-dimensionalen Raum. Je weiter unten in der Hierarchie, umso ähnlicher sind sich die Daten. Und wir benötigen kein a priori Wissen. Also wir müssen nichts über die Daten vorher wissen. Wir können die einfach reinschmeißen in den Algorithmus und es kommt dann irgendwas raus. Ja gut, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr wisst jetzt, wie hierarchisches Clustering funktionieren kann. Ja, viel Spaß beim Nachdenken. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.